Weil kann ja nicht schaden, wenn wir mehrere hoch haben. Weil dadurch kriegen wir auch mehr Boni. Ups. Aufsammeln. Was? Da ist eine Falle, die habe ich gesehen. Dankeschön. Was ja schon ein Wunder ist, weil im Normalfall renne ich da ja immer volle Möhre rein. Was? Was ist denn hier los, ey? Im Normalfall renne ich da ja immer volle Möhre rein. Ui, wer ist er denn? Falsche. Egal. Kann ja mal passieren, dass man hier im Eifer des Gefechts den falschen Knopf drückt. Da ist wieder eine Falle, okay. Also müssen wir jetzt hier ernsthaft aufpassen, ob hier nicht noch mehr Fallen rumfliegen. Zumindest an jedem... Ach, das ist von ihm. Okay. Zumindest hier an jedem Paketchen müssen wir jetzt aufpassen. Zack, zack. Gut. Sehr schick. Auf jeden Fall mitnehmen. Das auch. Und immer schön gucken, dass wir nicht irgendwo irgendwelche Päckchen vergessen. Mit dir nicht in Ordnung. So. Sehr gut. Wie weit sind wir denn jetzt hier schon mit ihm? Auch schon auf Stufe 3. Ja, nice. Das gefällt uns. So. Schön Augen und Ohren offen halten. Uah. Dann soll sie mir die Heildinger lieber wie hier der Scheiß, weil bringt halt einfach nichts. Dann sind so Sachen, die brauch echt keine Sau. Tschüss. Das Ding löst doch irgendein Pfeil aus. Okay, gut. Kein Pfeil, aber halt was Giftiges. Okay. Aber ich wollte es halt zumindest mal einmal ausprobieren. So. Okay. Schön die Augen aufhalten.
So. Oh, jetzt ohne Falle. Nice. Das gefällt mir. Zum Verkaufen. Inifizieren. Und an die Seite packen. Top. Lass mal eben schnell ein bisschen anders hinsetzen. Sekunde. Oh, krieg ich ein bisschen Rücken hier. Ganz kurz. So, da sind wir wieder zurück. Oh, das musste einmal Endcode sein, sonst kriege ich hier gleich wieder zu viel. Oh, jetzt ist mein Bauer wach geworden. Hey Schatz. Hey Schätzi. Hey Schluss. Hm? Oh. Oh, du da ein bisschen gekrault werden, ne? Du ein bisschen gekrault werden, Schatz. Ja. Müde ist der kleine Mann. Gesundheit. Gesundheit. Also ich helfe euch, den hier wegzumachen und dann wird er gehen. Macht natürlich Sinn. Typen, ey. So, die ballern auf den, wir helfen denen. Und dann ballern die auf uns. Das ist, macht auf jeden Fall Sinn. Macht auf jeden Fall ganz viel Sinn, ey. Nein, ich möchte, wenn es geht. Oh, jetzt. Okay, dann mal so rum. Klar. Dankeschön. Mitnehmen. Und da geht's raus. Was ist real? Was ist Illusion? So, da können wir wieder drei Quests abgeben. Das ist natürlich auch sehr schick. Und Attacke.
Dann können wir jetzt gleich mal gucken, wie weit hier unser kleiner Mann ist. Ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt gerade. Egal, auf jeden Fall unser Begleiter. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie weit der ist. Dann können wir den vielleicht auch direkt, wenn der so in der Nähe von dem anderen ist, schicken wir den direkt weg und holen uns dann den dritten ran. Guten Tag. Ich muss meine Untersuchung. Vielen Dank. Die von euch platzierte Sphäre überträgt die Energie. Auf Wiedersehen. Der Geist des Grauwolfs starb. Vielen Dank, mein Freund. Kein Problem. Danke, dass ihr den Banditen an. Den Sturmbeschwörer. Der größte Schamane der Grauwölfe ist ein mächtiger Sturmbeschwörer namens Thunderhowl. Weg, 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 weg. So ist top. Ja. Haben wir, haben wir. Was kann das denn hier? Ja, irgendwas müssen wir aber nehmen. So, ich weiß jetzt schon, dass wir hier nachher irgendwann bestimmt umlernen müssen. Ich werde mir nochmal irgendwie so einen Guide dazu angucken, was wir hier nehmen sollten und was nicht. Und gut ist. So, nein, Pferd wollte ich hier. So, er ist jetzt zu 14, zu 9, ja, ist okay. Nein, lass mal einfach laufen. Und dann rufen wir ihn mal. Das hier dauert alles noch. Da fehlt uns, da haben wir gerade mal 10%, also werden wir garantiert die astralen Erde zusammen haben. So, dann weiter geht's. Ja, und jetzt liegt Wuffy schon, unser kleiner Sammy, schon wieder auf der Couch und ist am Pferd. Er ist so schön pflegeleicht, der Kleine. Dadurch, dass er halt noch jung ist, pennt er halt auch viel. Er ist zwar kein Welpe mehr, aber ist halt immer noch ein Junghund und auch Junghunde schlafen viel. Ja. Kabel ziehen. Schön. Junghunde brauchen halt auch viel Schlaf, vor allem wenn man dann viel mit denen spielt oder auch weit mit denen rausgeht und trainiert und so. Ja, ich war ja vorhin anderthalb Stunden, zwei Stunden, also so knapp über anderthalb Stunden war ich mit ihm raus. Und warum hat er uns jetzt nicht angegriffen? Oh, okay, gut. So knapp anderthalb Stunden war ich ja vorhin mit ihm raus. Und ja, danach war er schon ein wenig im Arsch, wenn man das so sagen kann. Danach haben wir noch ein bisschen geübt, weil gerade weil da ein Terrier drin ist, braucht der halt auch ziemlich viel Kopftraining, sage ich jetzt mal. Und dann machen wir so Versteckspiel, weißt du? Wir lassen ihn sitzen, also er soll sich setzen und bleib, sitz und bleib üben wir da direkt mit. Ja, sitzt und bleibt ihm da halt direkt mit. Und dann wird seine Tasche, wo Leckerchen drin ist, verstecken meine Bude. Und wenn die versteckt ist, wieder hingehen und dann muss er die suchen. Da hat er auch, glaube ich, ziemlich Bock drauf, weil sonst würde er ja nicht immer wieder ankommen. Ja. Und wenn du das so 3-4 Mal gemacht hast und dann so noch ein bisschen mit ihm spielen, irgendwas werfen, Ziehspiele, wenn er dann sein Spielzeug rum macht und dann, ne? So Geschichten. Da wird der kleine Mann schnell müde.
Das heißt, wenn man sich mit dem Tier beschäftigt und sich ein bisschen drum kümmert, hat man nicht mal irgendwie Probleme. Weil wenn man sich halt mit ihm befasst und ihn beschäftigt, dann wird er halt auch wieder relativ schnell müde, gerade weil er noch ein Junghund ist. Und dann hat man halt auch Zeit für andere Sachen. Wie jetzt quasi gerade zum Zocken. Das heißt, wenn ich mich nicht um meinen Hund kümmere, kann ich auch nicht zocken. Ich meine, gut, ich würde mich auch um meinen Hund kümmern, wenn es nicht ums Zocken gehen würde, aber... Das Schöne ist halt, umso mehr ich mich um meinen Hund kümmere, umso besser ist es. So. Sammeln, sammeln, sammeln. Okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal eben rein. Vielleicht finden wir da die anderen beiden. Also die letzten beiden könnten wir zwar auch draußen machen, nur wenn wir die jetzt hier drinnen mitmachen. Ist voller Möglichkeiten. Ja, halt die Fresse. 4 von 5 haben wir jetzt, okay. Oder waren es 4 von 6? Ich weiß es nicht. Daneben gezielt. 1, 2, 4 Viecher gekillt, 3 Kisten. Kann man mal machen. So. Gleich irgendwann nochmal schön mit dem kleinen Stinker raus. Freue ich mich schon immer drauf. Das macht Spaß. Weil wenn man einfach sieht, dass der Kleine echt Bock hat, wenn du mit ihm rausgehst und sich freut, und das ist schon echt geil. Und wenn man dann halt den Fortschritt sieht, den er macht, mit der da am Straßenrand warten soll und so Geschichten. Das ist halt echt geil. Weil wenn man dann jedes Mal, wenn man rausgeht, sieht, dass da wieder Fortschritte sind, bei dem, was er macht und was er machen soll, das ist schon ziemlich cool. Weil da zeigt einem, dass man ja nicht alles falsch macht, ne? Schon weg. Okay. Ganz ehrlich, wird mein Hund jetzt hier ankommen, ne? Und spielen oder kuscheln wollen. Ja, dann würde ich mich hier irgendwo an einen sicheren Ort stellen, die Aufnahme pausieren und gut ist. Das war der falsche Scheiße. Aber egal, dann würde ich die Aufnahme pausieren und mich um meinen Hund kümmern, bis er wieder schläft. Mit ihm spielen, mit ihm kuscheln, was auch immer. Alles ist definitiv wichtiger wie zocken. Weil ich sehe das so, der braucht halt auch viel Liebe und Aufmerksamkeit. Und ja, die soll er haben. Und ich kann dann halt auch immer noch zocken, wenn er pennt. Ne? Ich kann ja ganz in Ruhe hier weiter zocken, wenn er pennt. Lykanthropen. Okay. Nehme ich lieben gerne. Alles, was uns
skilltechnisch nach vorne bringt, ist immer gut. Als erstes muss er da weg, der Dicke. So. Meinte ich. Jetzt haben wir das Quest fertig, so on the fly quasi. Während wir diese anderen Sachen bearbeiten. Ach, da hinten. Habe ich gar nicht gesehen. Hier liegt er so süß auf seiner Couch quasi. Das ist echt geil. Hatte ich jetzt gerade gar nicht gesehen.